Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur allerletzten Folge TeddyTube. Genau, wie gerade schon erwähnt, das wird meine allerletzte TeddyTube-Folge sein, denn nach 2 Jahren Joyce-Reise heißt es für mich rein in die Selbstständigkeit. Ich werde als freie Moderatorin arbeiten und das bedeutet für Teddy auch, dass er jetzt leider hier nicht mehr im Büro sein wird, aber dafür natürlich mehr Zeit noch mit mir verbringt und wir wahrscheinlich noch öfter rausgehen werden gemeinsam. Diese 2 Jahre waren für mich persönlich ganz, ganz toll und für Teddy waren das ja jetzt, wie lange war das denn jetzt ungefähr? Ein halbes Jahr, nicht mal. Ja doch, ein halbes Jahr ungefähr. Ein halbes Jahr lang für Teddy Joyce und er war ja schon hier am allerersten Tag, als ich ihn von der Dame, die mir Teddy verkauft hat, gleich hier mit drin gewesen. Unfassbar. Also ich glaube, die ganzen Kollegen hier werden ihn auch total vermissen, denn die kennen ihn ja auch seit Tag 1. Sie haben ihn quasi mit aufwachsen sehen und ihr auch. Ihr könnt natürlich auf meiner Facebook-Seite und auf meiner Instagram-Seite immer mal wieder sehen, wie es ihm geht. Natürlich, ich werde bestimmt immer wieder mal Videos und Facebook- und Instagram-Bilder posten von ihm. Ich weiß gar nicht, ob er noch viel größer wird. Ihr kennt ihn ja inzwischen. Ich glaube, so mit 8 Monaten, er ist jetzt 8 Monate alt, wird er jetzt auch, ich glaube, so langsam jetzt mal seine Endgröße erreicht haben. Man sagt ja so, bei kleinen Hunden ist es so nach einem halben Jahr tatsächlich. Was in ihm drin ist, weiß ich immer noch nicht. Auf jeden Fall glaube ich, dass der Dackel mit drin ist. Dieser Hund wird immer länger und länger. Er sieht aus wie so ein Hotdog. Das ist echt lustig. Und ansonsten, ich glaube, das wird für ihn auch nochmal eine Umstellung werden. Und ich glaube auch, dass er das hier vermissen wird. Und, aber ich versuche ihn ganz viel davon abzulenken und ich werde auch immer wieder hier zu Besuch kommen, denn ich wohne ja noch in Berlin und das ist ja alles hier ums Eck. Ich komme ja nochmal her. Bleibt up to date auf meinen sozialen Netzwerkseiten. Da werde ich immer wieder Bilder schicken und posten von Teddy. Ansonsten, zusammenfassend, 8 Monate. Inzwischen mit einem Hund eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Ich möchte es nie wieder anders haben. Dieser Hund hat zwar mein Leben komplett verändert, Prioritäten werden ganz anders gesetzt, aber es ist so toll und dieser Hund gibt einem so viel wieder und das war eine richtige Entscheidung, das war eine tolle Entscheidung und ich liebe ihn so sehr und ich hoffe, dass euch TeddyTube gefallen hat, dass ihr auch mitsehen konntet, wie dieser Hund und mein Leben irgendwie klargekommen sind miteinander. Und ansonsten vielen Dank, dass ihr alle zugeguckt habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.